was wir da Feines haben. Und der Questmarker. Hallo Quest. Jetzt. Ich habe da mehr Glück. Genau, jedem das eine. Und ja, das mag sein, dass das Lighthouse-Tracking besser ist oder nicht. Das kann ich nicht einschätzen. Ich will es einfach nicht. So. Ja, Ericsson, aber wenn ich jetzt hier mehr rauskriege, mache ich das Wrack zuerst. Ich habe nur mal begrenzte Zeit, weißt du? Deswegen gucke ich es beide an. Und ich kann dann das plündern, wo ich am meisten noch rausholen kann. Oder halt gar keins. Wie gesagt, ich würde da nicht viel rauskriegen. Ein paar hundert Alpha USD. Das lohnt sich nicht so wirklich. Das ist halt immer so ein bisschen Gamblen mit den Wracks. Es ist weiterhin Gamblen. Das ist zum Beispiel bedeutend besser. Das ist sehr, sehr gut. Warte. Die Spirits, die sind 560 wert. Oder 550. 33 Stück drin. Und noch Essen. Das nehmen wir. Das dauert nämlich ein bisschen, das Plündern. Und wenn ich jetzt das schlechtere Wrack nehme, dann kriege ich das gute Wrack nicht mehr hin. Das ist echt gut. Das lohnt sich richtig gut. Nice. Wir haben sogar noch ein paar Spirits hier. Von vorhin. Also passt sogar dazu. So, Spirits. Ja, kommen sie her. Schöne dicke Container. Achso. Warte mal. Da muss ich mal ganz kurz hinten den kleineren rausholen. Weil. Der passt ja noch oben drauf, oder? Ach Mann, ist da irgendwas im Weg. Ja. Was? Au! Scheiße. So, der kommt jetzt ganz nach hinten. Und der Kleine kommt da oben drauf. Zack. So, nochmal Spirits. Das wird hier eh alles gar nicht reinpassen wahrscheinlich. Los, rein da! Das lange Ding in das enge Loch hier, das muss... Los jetzt! Da muss man ein bisschen rammeln. Da muss man manchmal ein bisschen... vertrauensvolles Rammeln. So, komm. Rein mit dir. Ach, Mann! Das ist einfach so groß. So... Es ist alles so eng hier. Ich sag euch ja, die Friends of Max ist viel, viel geiler, aber habe ich jetzt halt gerade keine. Das ist nochmal Essen, gut. Was haben wir da? Processed Food. Warte mal. Wenn ich noch ein paar Spirits, die sind nämlich viel, viel wertvoller. Ja. Das ist gut. Das Essen können wir auch im Zweifel liegen lassen. Sehr schön. Altoxiotoxin nehmen wir auf jeden Fall auch mit.
Darf ich nur nicht drauf stapeln. So, das ist nochmal Essen, Essen. Gibt's irgendwas, was kein Essen ist? Ne, alles Essen, ne? Der Große ist auch Essen, ja. Dann nehmen wir noch, ja, das Essen. Ich muss es eh verkaufen bei der Börse, also hat keinen Nachteil. Na, will er nicht? Warum nicht? Ja, ist schon voll wahrscheinlich. Na gut, dann bleibt es jetzt so. Ich dachte, da passt noch einer dran. Aber offenbar nicht. Na gut. Da bin ich sehr happy mit. Ja, hier ist auch noch Frachtraum, ich weiß, aber... Das Essen ist es nicht so tragisch. Und das, also wenn, dann wäre es das Große, aber das passt eh nicht rein, so oder so. Nee, obendrauf geht nicht. Das mag das Spiel nicht. Das backt gerne rum dann. So, verkauft man es direkt. Das Altroxidoxin verkaufe ich. Nee, ich verkaufe es bei der Grimhex einfach. Und dann gehen wir kurz nochmal zur Börse. Dankeschön, Psycho, für ein Follow. Ja, mit der Max hättest du jetzt halt alles mitnehmen können. Und die Max kostet halt kaum mehr als die normale. Also minimal mehr, 300.000, das hast du sofort wieder drin. Aber ihr seht auch, das Gamblen kann sich wirklich lohnen. Haben wir eine Menge Spirits dabei. Ich weiß gar nicht, ob die Grimhex sie auch annimmt. Vielleicht kann ich da alles verkaufen. Ja, wir schauen mal. Auf jeden Fall ein netter Gewinn. Ich muss halt nur bedenken, wir haben jetzt 20.000 bezahlt für beide Quests. Muss also dann vom Gewinn wieder abziehen. Landing Pad, ich sehe nichts. Das ist schwarz hier. Soll ich rein, alles klar. Sehr schön. Das Raumschiffslicht war an. Das hat aber nicht so viel Reichweite. Ich glaube 1500 Meter kommt das maximal. Ne, das Essen für sich selbst verbrauchen kann man leider nicht. Das ist eine reine Handelsware. Das geht nicht. Schönen guten Abend, XD Gamey. Moin, moin. Ach so, war mal Schiffsdorn. Immer der sicherere Weg. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. So, und Dankeschön, Banane und Wurst, für den 5 Monat mit beim Fasten habe ich ja schon. Banane und Wurst. Schön die Banane mit Salami umwickeln. Oder Bananenscheiben auf Salamischeiben drauf. Und dann noch ein bisschen Hack. So. Kein Matt? Ja, natürlich. Ohne Matt, ohne mich, sage ich immer. So, Freelancer. Mal gucken, was wir jetzt hier loswerden. Alles, sehr geil. Also, einmal 5000. Nur für eine Kiste ist das sehr, sehr gut. Dann haben wir...
das Essen, das ist halt, ne, nicht viel wert, das ist egal. Und aus Spaß mitgenommen. Und... ja, schade. Aber bringt das nicht mehr? Ne, es wird wirklich nicht mehr, ne? 500. Schade. Also wir haben zumindest unsere Kosten wieder reingeholt von den beiden Missionen, aber kein Plus gemacht. Dann war es doch nicht genug. Aber immerhin kein Minus gemacht. War irgendwas drin? Gebe. Warte kurz. Noch 6 SCU drin, aber von was denn? Dankeschön, Biotonne, für 11 Monate mit Stufe 1. Fast ein Jahr schon. Und ja, Euro. Ich glaube, wir haben einen Gewinner, Knebel. Wieso Gewinner? Also Euro hat 1,2 Millionen. Ja, wie gesagt, er spammt das eine. Das ist auch eh keine Challenge, wo jetzt wir um die Wette eifern, wer zuerst die Millionen hat. Also, wie gesagt, ich will ein bisschen was vom Spiel zeigen, verschiedene Sachen probieren auch damit. Und von daher... aber ihr seht zumindest, es geht ganz schnell. Wenn ihr einfach irgendwas spammt, dann habt ihr sehr schnell das Geld zusammen. Das ist kein Problem. Du hast jetzt was gemacht? Du hast das RMC-Trading gemacht, ne? Ich habe jetzt 4 Runden RMC gemacht. Ja, genau. Dann habe ich mehrere, ungefähr 15 Combat Beacons gemacht. Ein paar Bunker, 2-3 Rappel Raids und... paar normale Bounties. Aber die, die Dinger, die, na, wie heißen sie? Die Service Beacons, die haben ja nichts gebracht, ne? Oder fast nichts. In der Summe waren die, glaube ich, bei 20.000, 30.000. Ja. Waren leider immer nur die Level 1er. Ja, wenn die halt nicht hochgehen, ne? Klar. Und einen Transport Beacon habe ich gemacht. Was ist für ein Haufen Kisten hier? Was wird mir hier angezeigt? Unter mir? Im Hanker unter mir ist irgendwas. Ah ja. Schiffsinventar. Ja, die Kiste habe ich noch drin, aber das... die, ja, brauche ich jetzt hier nicht verkaufen. Hallo, Schiff, geh an. Ja, weiß nicht, was Top Dog für ein Problem hat. Irgendwelche Punkte hier rein spammen. Der hat ganz andere Probleme jetzt. Ich war mal so frei. Ja, ja. So, die Quest breche ich ab. Das hier auch. Das behalte ich. Und jetzt können wir mal probieren, ob wir hier... Orbitarian, nee, Wartung. Schade, haben wir hier gar nicht. Ist gerade nicht aktiv die Quest, das ist aber doof. War aber auf jeden Fall im Personal Tab, ne? Hidden Hand, ja, nee, alles Schrott. Das ist alles schrottig. Dann können wir... ah, die Beacons will ich jetzt nicht machen, die sind eh verbuggt. Warum gibt es denn diese schöne Mission hier nicht? Gibt es eine nice Reclaimer-Mission, die ordentlich Geld bringt, aber die ist gerade nicht aktiv. Nur bei Ark und Microtech? Nee, nee, bei Crusader gibt es auch eine. Dann, ja, ich überlege, ob ich gerade mal einen Server switchen soll.
Das ist die Bergungsquest, ja, brauchen wir nicht. Hier kommt da gerade nichts rein. Dann würde ich sagen, genau, Breach and Steel, richtig. Die ist aber gerade nicht da. Ich flieg mal ein bisschen weg, ich würde mal einen Server switchen. Size Data ist es nicht. Die Size Data ist die bei Microtech. Es gibt drei Stück. Es gibt eine bei Microtech, Size Data. Es gibt die bei R-Corp, die heißt, wie heißen die? Failed Negotiations. Und dann gibt es die bei Crusader, Breach and Steel. Und die wollte ich gerade machen. Die sind nämlich sehr, sehr nice. Geldtechnisch. Aber die ist gerade nicht da. Wir können einfach mal gucken, ob sie jetzt da ist. Nee. Wir machen mal das hier. Switch nachher mal einen Server. Genau, die Location, die Euro gespammt hat, ist Rappel. Da machst du mit einer vollen Freelancer theoretisch einen Gewinn von 80.000, ne, oder so, pro Run. So ungefähr zwischen 80 und 120. Genau, also du kriegst halt 1500 Gewinn pro SCU ungefähr und du hast 66 SCU Platz, wenn du also voll kriegst. Das ist schon echt nicht schlecht. Ja, mit der vollen C2 kriegst du noch mehr. Aber wir haben ja gar nicht so viel Startgeld. Ne? Wir haben ja nur. Also, wir haben ja bei null also fast bei null gestartet. Können wir noch Module ausbauen, Waffen ausbauen bei den Salvage-Schiffen? Ja, kann man machen. Bringt aber, wenn du Geld willst, kein Geld. Also du verkaufst die leider nur zu 8% des Kaufpreises. Und das ist quasi fast nichts. Wir können auch hier... Machen nicht sehr viele Leute Bounties bei Crusader? Da können wir auch noch mal gucken bei den Locations theoretisch. Genau, Taurus rund 1 Million pro Trading Run. Das da. Der 600i. Einfach so. Da muss ich gucken, ob die was geladen hat. Dankeschön, Zeon. Für ein ganzes Jahr mit Prime. Und vollstes Jahr. Auf den nächsten 12 Monate. Jawohl. Vielen Dank. Und das ist noch ein Schiff. Eine A1. Gut, die ist nicht so relevant, aber da könnte man ja mal gucken, ob da eventuell was zu holen ist. Weil teilweise hast du halt Schiffe rumstehen, die voll mit Frachtkisten sind von irgendwem. Auch NPC-Schiffe. Und da kannst du es einfach mitnehmen, theoretisch. Wir schauen mal. Also ich finde generell, Looten ist ein wichtiger Bestandteil in Star Citizen. Gerade in der offenen Welt irgendwelche Kisten oder eben Schiffe, was du eben so finden kannst. So Schrottsammler eben auch. Das ist sehr, sehr cool. Aber nichts drin, ne. Schade. Ja, Komponenten wäre halt auch geil, aber das geht noch nicht. Also, bei den meisten Schiffen kannst du Komponenten nicht ausbauen und selbst wenn, bringst du halt wie gar kein Geld. Das wird dann auch noch ein cooles Gameplay werden, wenn das dann mal irgendwann geht. A1 und ein Avenger, okay. Wir können mal kurz gucken, ob hier noch irgendwelche Kisten vielleicht rumliegen. Hier habe ich ja eh meine Ruhe, die Türme schießen nicht auf mich.
kurz noch umgucken. Weil es halt ein netter Bunker ist. Das sind öfter, also das sind eher weniger die Quests. Was ist RMC Trading? RMC steht für Recycled Composite Material. Also Recycled Material Composite. Das ist das Hüllmaterial, was du upsalvage von der Hülle von Schiffen. Das ist sehr wertvoll. 14.000 pro SCU. Das ist fantastisch. Wenn du das traden kannst, bei den Außenposten, den neuen, das lohnt sich schon richtig, richtig krass. Oh, da ist was. Ach nee, das sind die Marke von meinen NPC-Freunden. Okay, dann landen wir hier einfach mal. Jetzt kann ich ja sogar mal Folgendes machen. Ich kann die Kiste mitnehmen. Eine Plünderkiste. So. Kistchen. Plop. Na, wo ist sie? Da ist sie. Du kommst jetzt mit. Mal gucken, was wir da alles reinschmeißen können. Alter. La, 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 la. So. Aber ich glaube, die Quest hat noch nicht richtig getriggert, kann das sein? Gibt offenbar auch wieder kein Geld. Kein Call to Arms Geld. Das ist wirklich schon sehr, sehr frech. Dankeschön, Gorgonias, für 21 Bullet Prime. Vielen lieben Dank. Wo kommt denn der da jetzt her? Irgendwo muss noch einer sein. Ich sehe keinen Marker. Mal. Sag bloß, da ist noch einer übrig. Das wäre richtig. Das wäre richtig doof jetzt. Das ist ein Verbündeter. Den darf ich nicht töten. Irgendwo? Ach da. So. Okay. Machen wir mal Folgendes. Kistchen schnappen und looten. Wir müssen extra Kohle mitverdienen. Was ist RCM Trading? Habe ich doch gerade erklärt. RMC heißt das. Und das ist das Recycled Material Composite, was du beim Hüllen-Upsalvagen bekommst. Und das kannst du auch traden. Bei Rappel zum Beispiel kannst du es kaufen. Für 12.000 ungefähr. Und kannst es dann verkaufen für 14.000 oder so ähnlich. Also lohnt es auf jeden Fall. Waffen hier rein.
Und danke für 100 Bits, Wins. So, noch eine Waffe. Alles mit. Die sind nämlich gar nicht mal so wertlos. Die sind relativ gut sogar. Oh nein. 30k? Fuck you, Server. Das ist heute schon der dritte 30k. Wobei, vielleicht kommt er nochmal zu sich. Noch nie so drin. Ich hatte noch nie so viele 30ks wie heute. Aber es ist typisch. Du willst mal eine kleine Challenge machen und dann backen die das Server weg. Ah, er kommt wieder zu sich, so langsam. Komm schon. So, rein da. Hat's geklappt? Ich habe 1 Server FPS, 1,3 Server Frames. Geil. Oh, 65 degrees. Last time I is. Down on my knees. The last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wished it would rain. Now your forecast calls for me. Does the sun go down on your own?